Ja, liebe Freunde der Sechten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Xenosaga Episode 1, der Wille zur Macht. Ich werde euch an dieser Stelle mal den wahrscheinlich ja, schwersten Gegner im ganzen Spiel zeigen, wo er zumindest ist. Ich werde ihn mir versuchen, möglichst einfach zu machen, denn mir geht's um die Punkte. Vielleicht werde ich mal in einem Special, ich werde extra dann einen zweiten Speicherplatz anlegen, werde ich euch dann zeigen, wie es mit dem eigentlichen Kampf gegen dieses Wesen aussieht. Mincha, wie gesagt, das ist eigentlich gar nicht so die Bezeichnung wert, sage ich mal ganz ehrlich, den Kampf zu führen, denn er ist nicht so schwierig. Man muss eben halt nur immer darauf achten, wie es mit den Statusveränderungen aussieht. Man kann sich ja genug zur Genüge schützen. Ja, der Erdekaiser ist natürlich sehr, sehr stark. Macht die Kämpfe sehr einfach. Ihr habt schon gesehen, 9.999 Schaden macht er. Ich weiß noch, ich habe damals den Erdekaiser gar nicht geholt, wenn ich mich recht entsinne, sondern nur bis zu dem Dominion Tank das Ganze gemacht und den Rest quasi ausgelassen, also Seraphim Bird und dieses andere Gegenständchen ausgelassen. Ja gut, kann man von halten, was man will. Es gibt nicht viele Sidequests. Das ist jetzt quasi die letzte Sidequest, die ich noch zu machen habe. Eine Sidequest habe ich ausgelassen, da ging es um Geldspenden. Wenn ich das gemacht hätte, hätte ich jetzt einen Betrag von 200.000 Gold. Dummerweise habe ich sie nicht gemacht. Ich habe sie verpennt. Somit bin ich nun mal jetzt leider so knapp bei Kasse, um es mal so auszudrücken. Und ich werde mal schauen, dass wir zu Great Joe, beziehungsweise dem halt ultimativen Boss quasi gehen. Ich habe ja schon im letzten Video gesagt, dass es im Residenzenbereich einen gewissen Gegner gibt. Was man dafür machen muss, ist eigentlich ganz einfach. Das werde ich dann auch gleich erwähnen, wenn wir ihn auffinden werden. Sofern wir ihn auch auffinden. Eigentlich müssten wir es schaffen. So. Ja, ich hoffe nur, dass der Erdekaiser mir den Kampf ziemlich vereinfacht. Dass ich nicht allzu lange mit ihm rumzuturnen habe. Denn ich weiß, dass der ziemlich arg heftig werden kann. Ah, okay. Ich weiß auch, warum dieser Kampf richtig fies werden kann. Ich habe es jetzt wieder im Kopf. Ich habe es mir quasi aufgeschrieben. Ich habe ihn damals ohne Erdekaiser gemacht. Wie gesagt, bin da eigentlich überhaupt nicht so im Bilde. Ich glaube, hier in der Tür war es. Ich glaube, der war hier drin. Wenn hier dieser Shop war. Ich meine, der war hier. Ursprünglich, glaube ich, war der mal hier. Ich werde es ja gleich sehen. Machen wir mal hier den Schrank auf. Nein, hier ist es nicht. Alles klar. Dann sind wir hier falsch. Ach, hier war doch dieser Zwischenplatz, wo wir doch verhandelt haben. Und dann die Leute K.O. schlagen mussten. Also, das war schon ziemlich interessant, das Ganze. So. Dann wollen wir mal losgehen. Und mal schauen. Wo ist denn jetzt der Raum? Ist der hier oben? Könnte auch dieser hier sein. Ich bin mir nicht mehr so sicher, in welcher Tür das war. Dummerweise. Ja, hier ist es. Alles klar, Leute. Ihr müsst als Junior hier rumlaufen und erstmal die rechte Tür aufmachen. Was zum Teufel ist denn jetzt kaputt? Ein junger Schütze? Ihr wisst, was auf euch wartet, wenn ihr in einem Duell besiegt werdet, Junge. Und dennoch wagt ihr es, mich herauszufordern? Komm schon! Nun, es sollte wie irgendwie unterhaltsam werden. Zeit zu sterben, Junge. Okay. Er fordert uns heraus, Leute. Ich bin leider gezwungen. Ihr seht, ich habe die Gruppe ein bisschen umgebaut. Und er macht Gambler. Naja. Blöde Fähigkeit. Und er boostet danach. Wir sehen, er hat 9.999 HP. Sache ist die. Er hat zwischendurch während des Kampfes eine ganz blöde Eigenschaft und geht hin, dass er Junior zu einem Duell herausfordert. Das heißt, wir sind dann nur mit Junior unterwegs. Deswegen sollte man gewisse Gegenstände bei Junior dann ausrüsten.
Ich hoffe aber, dass der Erdekaiser mir den Kampf quasi ein bisschen weghaut. So. Bin mal gespannt, ob das klappt. Wenn ja, können wir nämlich einiges an Sachen unser eigen nennen. Was auf jeden Fall für zwei Leute aus unserer Gruppe sehr von Vorteil sein wird. Ich werde übrigens jetzt auch in der Gruppe mit Junior weitermachen. Anstelle von Sigi. Denn der ist ja wirklich arg kurz gekommen. Deswegen wird Junior demnächst auch im Video dabei sein. Demnächst wieder, wenn es darum geht. So. Mal gucken, ob es hinhaut mit dem Erdekaiser. Oh! War es das für dich, mein Freund? Genau. So. Und da sehen wir schon alle wieder aufgelevelt auf 31 und 33. Okay, Kosmos nicht. Aber die Ether-Punkte, Skill-Punkte, Tech-Punkte und so weiter sind ja gut verteilt. Und wir bekommen noch einen Badeanzug. Ja, wunderschön. Ja. Ich habe verloren. Ich habe meine Verteidigung nicht vernachlässigt. Aber dennoch, das war eine gute Schützenleistung. Du bist ein Mann, der es wert ist, Freund genannt zu werden. Ich gebe dir das als Zeichen meiner Freundschaft. Die Tech Attack Soul Rhapsody und den Ether Magnum Joe. Auf Wiedersehen, mein Freund. Ich traue dir diesen Badeanzug dir nun an. Danke. Sehr nett, sehr nett. Ja. So viel dazu. Wie gesagt, ich werde noch einen Extra-Spot machen, an dem ich euch dann mal zeigen werde, wie das Ganze mit dem Erdekaiser eben halt aussieht, beziehungsweise ohne Erdekaiser. Wenn man das mal macht. Denn der hat ein paar blöde Eigenschaften drauf, aber ich muss mir dafür erstmal die Gegenstände aneignen. Aber das ist erstmal Zukunftsmusik. So, jetzt werde ich wieder hingehen und in den Game Room gehen und euch zu zeigen, dass ich einen zweiten Speicher machen werde. Denn ihr habt es schon verdient, diesen Kampf auf jeden Fall als extra zu sehen, damit Junior noch so ein kleines Special bekommt. Der ist ja wirklich sehr kurz geraten in diesem Spiel bis jetzt. Dass wir ihn dann auch mal in einem anderen Kampf sehen werden. Ihr seht schon, man kann auch bei Xenosaga einiges retten, was schön ist. So, ihr seht, das letzte Mal habe ich hier auf dieser Speicherstelle Nummer 5 gesetzt. So, und ja, alles klar. Ich glaube, ich werde jetzt noch mit dieser Gruppe, sofern die Zeit noch da ist, ich denke schon mal mich auf Proto-Merkaba vorbereiten. Was eben halt auch der Sinn der Sache ist. Obwohl, wir könnten mal in der Dock-Kolonie jetzt vorbeischauen, ob das, was wir jetzt gemacht haben, genug Zeit war, dass sich die kleine Luti, ich glaube Luti hieß sie, sich bemüht, um an die den Blumensamen heranzukommen. Das können wir machen, bevor wir hier weitermachen. Dann haben wir auch wieder ein bisschen was erreicht und können uns dann dem Finale quasi von Xenosaga Episode 1 nähern. Das machen wir schon die ganze Zeit eigentlich. Aber ich denke, ihr merkt schon selber, dass das Ganze ganz schön an Fahrt aufnimmt hier. Ist schon sehr, sehr, sehr traurig eigentlich, dass das schon fast zu Ende ist. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich länger an diesem Spiel sitzen werde. Aber was will man machen? Ich habe auch eigentlich mit mehr Sidequests gerechnet. Aber wenn ich eben halt die eine mir verhunzt habe mit dem mit der Spendenaktion, kann ich da leider auch nichts mehr machen. Ich kann ja mal schauen, die Tage, ob ich das mit der Spendenaktion auch nochmal reinkriege. Das wäre eigentlich etwas Feines, wenn ich das hinkriege. So. Zack. Und nun werden wir auf die Dock-Kolonie wieder zurückgreifen. Das wäre ja schon was Feines, wenn wir dieses Tech-Upgrade Z, was wir für dieses Blumenpflanzen bekommen würden, jetzt bekommen könnten.
Ich bin nämlich der Meinung, ich bin ein bisschen zu spät an die Dockkolonie gefahren. Aber werden wir ja gleich sehen. Nein, ich möchte nicht nach Proto Macabre. Ich möchte auf die Dockkolonie. Ja, du sollst keine Verantwortung übernehmen. Das mache ich schon. Kein Ding. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass wir da was Feines bekommen, wenn die Blume da heranwächst. Ich habe es jetzt quasi indirekt verraten, was es ist. Ist aber auch nicht schlimm, weil es ist ja nichts irgendwie Story-Relevantes. Das muss man auch dazu sagen. Es ist absolut nicht Story-relevant. Es ist einfach nur random. So. Dann wollen wir mal. Ach, guck mal. Oh, sie sind aufgeblüht. Was eine süße und kleine Flau. Was für eine kleine und schöne Blume. Es ist genauso wie du, Luti. Ja. Du hast was gesagt. Du kannst ja jetzt sprechen. Ja. Oh, ich bin so froh. Du wirst nun wohlauf sein. Ja, danke, Shion. Hier. Was? Ein Geschenk für mich? Danke, das werde ich aufbewahren. Okay, lass uns irgendwann mal wieder zusammen spielen. Jawohl, Tech Upgrade Z erhalten. Sehr schön. Wollen wir doch erstmal gucken, was diese Tech Attacks für Junior besagen. Soul Rhapsody, 600 Punkte. Ich glaube, die werde ich jetzt mal glatt mir mit den Tech Upgrades holen. Na? So. Tech Upgrade Z. Bringt 100 Punkte für Junior. Sehr schön. Dann haben wir schon mal wieder einiges an Punkten geholt. So, dale. Ist das erledigt. Schön, schön, schön. Ich weiß, dass einige jetzt bestimmt gerade ein bisschen verwirrt sein werden, dass ich den Erdekaiser quasi benutzt habe, um diesen Great Joe zu besiegen. Ist natürlich jetzt nicht die feine Englische gewesen, aber ich bin ja auch schon bei Shadow Hearts der Meinung gewesen. Wenn man sich etwas erspielt, dann sollte man es auch nutzen dürfen. Deswegen sage ich in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Xenosaga Episode 1 der Wille zur Macht. Sprach der Ravenite nimmermehr.